Roger Wilke, herzlich willkommen. Du hast ein Geschenk mitgebracht. Genau. Druckfrisch. Druckfrisch, absolut. Ja. Wahnsinn. Ja. Also du hast jetzt das in 4 Wochen geschrieben, das Buch? 4 Wochen geschrieben, dann musste es ein bisschen redigiert werden und dann noch Layout und gedruckt werden. Aber es ist also wirklich, ich meine, ich habe erst im März habe ich dann gemerkt, dass da ein Stoff ist, wo ich etwas ein bisschen darüber schreiben und ich will recherchieren. Anushka und Finn, also Anushka Roshani, das ist ein Magazin, Tagesanzeigenmagazin, Redaktorin, Journalistin und Ergebnisse gewesen von Finn Canonica, er der Chef und so. Und da ist jetzt was eigentlich das Thema. Warum hast du das Buch geschrieben? Also sie hat eben einen 4-seitigen Artikel im Spiegel und den Titel «Ich auch» mit Einführung von Harvey Weinstein, wo sie sich also gleichgesetzt hat mit den Opfern von Harvey Weinstein, ist sie über ihn hergefallen, hat ihn also praktisch gleichgesetzt mit dem grössten, was weiß ich, MeToo-Fall, eigentlich der Gründer von der ganzen MeToo-Bewegung. Und das ist dort rausgekommen, noch nie so etwas im Spiegel gelesen. Und habe gesagt, was, das ist unglaublich. Habe gesagt, gibt es denn da noch eine zweite Seite? Und bin dann da eigentlich reingerutscht, weil man mir dann plötzlich auch Unterlagen zugestellt hat von einem Untersuchungsbericht, die eben ganz etwas anderes zeigen als das, was sie da geschrieben haben. Also eigentlich, die Spiegel hat die ihre Seite gebracht, oder? Und du hast gesagt, ja gut, also Journalismus beide Seiten, dann Finn Canonica und dann ist er zu dir in die Sendung gekommen, oder? Radio 1. Und dann hast du da ihn befragt. Und in welchem Moment, das haben wir ja alle ein bisschen mitbekommen, in welchem Moment hast denn du selber gefunden, hey, das ist ein Buch, da muss ich zeigen? Erst nachher. Erst, als ich auch gemerkt habe, dass die Sendung über 55.000 Mal abgeladen worden ist. Man sagt immer, Medienthemen interessieren nur Medien, weil das ist ein absoluter Rekord bei Radio 1. Überall ist darüber geredet worden und mir sind dann auch noch Sachen zugeschoben worden, zugesteckt worden. Und dann habe ich das Gefühl, das ist jetzt so ein Medienskandal, eigentlich bei der heissesten Frage heutzutage, die ganze Gender-Frage, die ganze MeToo-Debatte und möglicherweise ist der Fall anders als alle anderen und es dürfen nicht einfach alle über den gleichen Leisten geschlagen werden. Was ist denn anders? Also wieso findest du jetzt noch mitten im Pulverdampf hinein? Da gibt es Klagen, da gibt es Vorwürfe und. Also wir sind noch überhaupt nicht in der Zone, wo man irgendwie kann ein Fazit ziehen. Warum findest du jetzt, schreibst du ein Buch? Warum denkst du, ist jetzt der richtige Moment? Was willst du? Weil die aktuelle Diskussion jetzt läuft und eben bis die Gerichtsurteile durch sind. Zuerst ist übrigens gekommen. Letzte Woche, Hamburger Landgericht hat 9 Passagen gestrichen. Der Spiegel muss die löschen. Was fatal ist für den Spiegel, hat das vor kurzem in einem anderen solchen Fall müssen machen. Und das zeigt die Art von Journalismus, die muss hinterfragt werden. Das ist einer der Gründe, wieso ich das Buch schreibe. Was darf man machen? Und ich bin ein totaler Verehrer vom Spiegel seit über 60 Jahren und bin dort dabei gewesen, kenne die Leute, habe selber eben schon Stoff geliefert, Interview geliefert, vor allem in Deutschland gewesen, bin bei Sat 1. Und dort laufen die Sachen ab, die es früher nie gegeben hat. Und da muss man ein bisschen hinterfragen, wohin führt uns das? Wir reden über all die Sachen. Du hast Harvey Weinstein erwähnt. Wenn du jetzt ja sagst, ja, wir müssen ein bisschen über den Journalismus nachdenken und was dürfen wir und wo ist die Grenze? Der Harvey Weinstein ist nicht verglichen worden, darum ich hier Finn Canonica mit ihm, sondern es ist einfach die Anushka, die das so als Aufhänger genommen hat. Also es ist nicht so, dass sie gesagt hat, der Finn sei ein zweiter Harvey. Also bitte, also das hat sie dann jetzt hinterher, wo sie irgendwie uns glauben macht. Also sie hat alles über den Harvey Weinstein geschrieben, hat sich mit den Opfern gleichgesetzt, eben der Artikel heisst «Ich auch». Und damit ist er natürlich, wenn sie ein Opfer ist wie die anderen, das ist auf der anderen Seite, ist auch so ein Typ, Harvey Weinstein. Und viele, sie aber nie können sagen, dass sie jemals angelangt worden ist. Haben halt verschiedene Schweinige irgendwelche verbale Beschimpfungen aus sexueller Sicht, haben müssen hineinkommen, damit es überhaupt eine Geschichte im Spiegel gegeben hat. Und das ist meiner Meinung nach unzulässig. Und übrigens die NZZ, die am Anfang auch das ganz kritisch angeschaut hat, hat mal einen Artikel geschrieben, der Spiegel bastelt sich einen Weinstein. Und das ist meiner Meinung nach absolut nicht zulässig, wie wenn du sagst, dass das Gleiche passiert oder ähnliches passiert wie im Harvey Weinstein, dann bist du als Mann verloren. Aber sie hat das nicht gesagt. Sie hat nicht gesagt, was? Das Gleiche. Sie hat einfach den Weinstein als Einstieg genommen in ihre 4 Seiten. Und am Schluss nochmal und gesagt. Aber sie hat nicht gesagt, der Film sei ja, ein Weinstein. Ja, im Prinzip ist es doch. Wenn sie sagt, ich bin wie die Opfer und die haben nicht können sich äußern, ich will meine Sprache zurück, hat die andere gesagt.
hat sie gesagt, ich will sie auch zurück. Dabei hat sie ihr halbes Leben über sich geschrieben und alle ihre Popoli von Schlafapnoe über sonstige Probleme ununterbrochen über sie. Sie hat ihre Stimme überall können, publik machen und hat jetzt einfach, weil sie unter anderem, das muss man noch sagen, den Fall muss man noch so erklären, der Film Canonica ist entlarvt worden von Tamedia, sie darauf aber auch. Und sie hat dann Tamedia eingeklagt, wegen, dass das eben unzulässig ist, war, die Kündigung. Und erst nachdem hat sie das geschrieben. Und sie hat geschrieben, ich konnte in 14 Jahren nicht entkommen. 14 Jahre geblieben. Was ist, du schreibst im Buch, das habe ich mir da sogar notiert, mit den 14 Jahren, wo du da sagst, oder? Rund 14 Jahre lang versuchte ich, Canonica zu entkommen. Ja. Das ist ein Zitat, das du nimmst, oder? Und dann sagst du so bedeutungsschwanger, und wie ist der Kernsatz, eben der, in ihrer Spiegelanklage zu verstehen? Ja, wie ja. Ich das verstehe? Es ist einfach gelogen, natürlich, weil sie A, nicht angewiesen war auf diesen Job, weil wenn sie das so empfunden, hätte sie x-mal können künden. Sie ist aber geblieben, bis man sie können. Und sie war befreundet gewesen. Die sind ja befreundet gewesen. Er hat ihre Wohnung übernommen, er hat ihre geholfen, wo ihre Tochter dann ins Gymnasium gekommen ist, etc. Die sind befreundet gewesen. Er hat ihr sogar angeboten, dass sie seine Stellvertreterin soll werden. Sie haben Geschichten zusammengebracht. Es ist einfach hinterher, so muss ich sagen, ist es irgendwie gelogen, um ihn in ein schlechtes Licht zu stellen, um, und das impliziere ich jetzt einfach auch, vielleicht auch noch ein bisschen Munition zu haben gegen den Tagesanzeiger, dass die ihre mehr Abfindung müssen zahlen. Aber du zeigst mir fast Bild von einem alten Ehepaar, von diesen zwei. Also die haben sich, so wie du jetzt schilderst, hat es eine lange Phase, wo die sich fast ein bisschen platonisch wahrscheinlich geliebt haben. Das glaube ich eben nicht. Also ich habe, das ist die Frage, die alle gestellt haben. Haben die dann mal miteinander etwas gehabt? Ich habe das den Film gefragt, der hat gesagt, nein, nein, nein. Danuschka, die habe ich nicht können zu dem befragen. Es ist eben nicht nur so, dass sie mit mir Auskunft gegeben hat. Sie hat gar niemandem Auskunft gegeben. Sie ist einfach mal in den Literaturclub gegangen, hat über Literatur schöne Sachen erzählt, aber über ihren Fall nicht. Aber das haben die meisten natürlich angenommen, dass das so ist. Aber ich glaube, es ist eine Konstruktion hinterher. Weil der Finn sagt, ich habe nicht gewusst, dass sie so gegen mich war die ganze Zeit. Weil die haben ununterbrochen kommuniziert. Ich habe im Buch auch Mails drin, wie sie sich Mails hin und her geschickt haben. Ganz freundschaftliche Art und Weise, die ganz ein anderes Bild ergeben. Du glaubst, es geht nur um eine ehrgeizige Frau, die eine Karriere machen will. Die hat sie nicht bekommen, die Karriere, und jetzt schlägt sie zurück. Das ist deine These? Das ist nicht nur meine These, das kann ich auch belegen, weil sie hat sich ja beworben als Chefin vom Magazin, also eine Art Mobbing, hat ihren Chef wegmobben beim Pietro Supino, hat den Brief da hinten, und sie hat natürlich das Killer-Argument gehabt gegen den Canonica. Sie macht es dann mit weniger Leuten, mit weniger Geld, das weisst du. Bei Tamedia, da bist du natürlich oben aus. Der Pietro Supino hat meiner Meinung nach sehr souverän reagiert, hat gesagt, nein, er will sie nicht treffen, sie hat ihn treffen. Und er hat gesagt, sie soll sich beim HR melden. Das ist natürlich eine totale Absage. Und er dann sehr gut können die Türen aufstossen für sie. Das hat er dann auch geschrieben in dem Mail, dass er ihr gerne würde helfen. Ja, aber das sind Sprüche natürlich. Das ist dann natürlich nicht passiert, weil natürlich ist dann das stecken geblieben dort. Und sie ist im Magazin weiter gewesen. Und sie hat natürlich dann irgendwie erfahren, dass ihr Chef auch hat müssen erfahren, dass sie ihn nicht wegmachen wollte. Du machst dich richtig zum Fürsprecher von dem Finn Canonica, oder? Ist das irgendwo ein verlorener Sohn? Oder, ja gut, du hast Söhne, aber vielleicht einfach noch einen quasi, dass du sagst, ja, das ist ein Junge, der ist gute 20 Jahre jünger als ich und ich will jetzt ihm helfen. Nein, ich will den Fall klären. Ich habe den gar nie gekannt. Und ich zeige in dem Buch, auf eine brutale Art und Weise kann man fast sagen, als eine sehr komplexierte Persönlichkeit, die Probleme hat, die zu Drogen greift, die in die Kliniken gehen muss, die auf die Art und Weise auch viele Führungsqualitäten nicht hat, die eine sehr traumatische Kindheit hinter sich hat, also sehr viel Komplexe hat, immer wieder in Therapie ist und so. Nein, ich mache mir nicht vom Fürsprecher für ihn. Ich versuche den Fall aufzuzeigen, ich zeige auch ihre Seite, vor allem durch ihre Schriften, wo sie mit ihrem Vater Sachen beschreibt und was sie eben für alle Popolis und Zeug und Sachen hat. Nein, ich bin Journalist. Und eine Schlussfolgerung ist nicht nur von mir, sondern auch von dem Untersuchungsgericht. Rudine Cantieni ist die, sie hat das als letzte Chance gesehen, mit Mitte 50 nochmal eine Chefposition überzukommen. Und aus dem Grund ist das Ganze passiert. Und dass der Finn Canonica eigentlich nur ein Kollateralschaden war für sie. Aber weißt du, also der Finn Canonica ist aus dem Nichts, so wie er schildert auch und wie man es von außen wahrnehmen kann, plötzlich unter die Lawine geraten. Die vier Seiten im Spiegel.
egal was für Vorschriften gibt, sind brutal. Keine Frage. Schweizer Medien aufgesprungen. Hast du noch nie so etwas gelesen? Hast du schon mal so etwas gelesen? Ja, ich weiss doch auch nicht. Hast du je im Spiegel so etwas gelesen? Ich bin nicht so ein aufmerksamer Spiegelleser wie du. Aber man kann sagen, wenn der Spiegel kommt aus Hamburg, dann springen wir hier in der Schweiz an, oder? Wir haben dann Geschichten und lecker auch mit Blut und geben Gas. Das ist schon in Canonica passiert, oder? Aber sie hat dort quasi eine Attacke vielleicht lanciert. Mit dem Spiegel hat es sehr viel Gewicht bekommen. Die Schweizer Medien sind in der grossen Mehrheit auf den Zug aufgesprungen. Und du bist dann eigentlich der Erste gewesen, der ein bisschen eine andere Version in die Welt hat. Aber nachher, mehr und mehr, bist du wirklich eigentlich nur noch auf der Seite des Canonica gewesen. Wenn du jetzt sagst, du bist Journalist und findest beide Seiten, das ist auch in diesem Buch so. Du vertrittst letztendlich seine Position. Er kann bei dir immer sagen, nein, schau, ich habe vielleicht da etwas gegeben, da bin ich nicht aufmerksam gewesen, das habe ich vielleicht falsch gemacht, aber ich bin im Guten, im Ganzen gesehen. Nein, das ist völlig falsch. Ich stütze mich ja vor allem auf den Untersuchungsbericht Rudi Incantieni, wo die meisten Vorwürfe von der Anuschka widerlegt worden sind. Und ich habe das auch publik gemacht, der ist mir zugespielt worden, der Bericht, oder Teil von dem Bericht, mit den Schlussfolgerungen, mit also relevanten Elementen. Und dann würde ich sagen, hey, das, was ich geschrieben habe bis jetzt, eben aufgrund vom Spiegel, wo ich alle einfach abgeschrieben habe, ist möglicherweise anders, oder? Und dann habe ich gedacht, jetzt können alle und das korrigieren. Was ist passiert? Nichts. Die Schweizer Medien weitestgehend haben überhaupt nichts gemacht, weil, du weißt es als Journalist, Medien tun ganz ungern korrigieren mal etwas, was sie mal geschrieben haben. Punkt 1. Du auch, oder wahrscheinlich? Das haben wir auch. Das gut. Aber Punkt 2, wenn es um MeToo-Fragen geht, dann wird es ganz extrem, weil da gibt es Fraktionen heute in verschiedensten Medien etc., wo alle MeToo-Geschichten nach dem gleichen Rasten haben wollen. Mann, Täter, Frau, Opfer, und die meisten sind auch so, aber eben nicht alle. Und darum haben die das einfach verschwiegen, und es ist eine Art von Cancel Culture. Erlebe ich jetzt übrigens auch in der Rezeption von diesem Buch, dass gewisse nichts berichten, wie zum Beispiel der Sonntagsblick, weil man sich aushalten will. Bei den Süddeutschen ist eine zu mir gekommen und gesagt, ich bin eine dieser aktivistischen Journalistinnen, über die sie schreiben. Sie wissen schon, und genau so hat sie es dann gemacht, als die feministische Approach noch reingebracht, obwohl sich die Fakten nicht ganz verschliessen können. Das Gleiche übrigens auch an anderen Orten. Und beispielsweise, was ich mich fast schon als grotesk empfunden habe, gestern in der Sonntagszeitung, dort hat, ist ein grosser Artikel gewesen, über das einzige Kapitel, das nicht um Finn und Anuschka geht. Sondern über deine Vergangenheit mit dem Verleger und mit dem Mann von Anuschka. Ja, genau. Weil ich das müssen offenlegen, ich wollte Transparenz schaffen, weil ich das nicht gemacht hätte, hat man mir das vorgemacht. Und dann nur das brach, wie sie sagen, aus juristischen Gründen, aus rechtlichen Gründen, hätten es andere nicht können machen, was grotesk ist, wie sie selber schon aus dem Untersuchungsbericht publiziert haben. Und das zeigt, ich komme mit dem nicht zu Rand. Aber du musst dich ja nicht beschweren über mangelnde Aufmerksamkeit. Ich meine, die hast du. Es kommen Artikel in den Medienblogs sowieso online. Das ist wichtig, oder? Zeitungen auch, NZZ heute. Ganze Seite. Ich würde mal sagen, einmal mehr, wenn du etwas lancierst, dann wird es schon aufgegriffen und besprochen. Und das Buch hast du jetzt wie oft gedruckt und wie oft ist es schon verkauft? Jetzt einfach, ich habe mal 3000 Mal gedruckt, oder? Für so eine Schweizer Auflage ist das, einfach einmal gesagt, 3000. Und dann haben wir geschaut, ich bin ja nicht Verleger. Und dann haben wir so eine ISBN-Nummern holen, dass das ins Buchzentrum geht. Dann haben die am Anfang gesagt, ja, wir nehmen da keine Bücher an von Leuten oder Verlegen, die es gar nicht gibt. Und dann denke du, vielleicht bestell jetzt mal 200. Und dann haben sie vor 10 Tagen haben sie eine Meldung gemacht an Buchhandlungen. Es käme so ein Buch. Und dort war noch nichts in den Medien. Am Abend haben sie uns angerufen, schickt uns 2000. Also. Wir haben so viele Vorbestellungen gehabt. Das ist gut. Schon erst, bevor die Medien darüber berichten. Das heisst, es ist relevant. Ja, gut, am Schluss ist es dann relevant, was da drin steht. Nein, ja, das ist relevant. Thema. Ja, das ist gut. Und wie hast du es denn du gefunden? Ja, jetzt warten wir schon. Ich bin jetzt noch am Fragen. Jetzt können wir dann am Schluss gesprochen. Also, und es ist auch lässig, dass man das selber kann machen. Ich meine, du sprühst da vor Energie, hast es selber geschrieben, ganz schnell. Und im eigenen Verlag, ja. Oder? Mit einer Druckerei, auch in Deutschland. Ja, und so. Ja, Korrektorat da. CPI, ich habe mich erst aber du hast es ausgebaut, so nach den Figuren. Ich bin bei einem Punkt, den du vorher erwähnt hast, mit der Sonntagszeitung, den Peter Haag.
Richtig gesagt, oder? Ja. Ja, immer Hab oder Hag. Hag. Ja. Und dort hast du 1,8 Millionen netto verloren, oder ist das, wo man da die 350 oder 300 Millionen abziehen? 1,8 Millionen netto. Ja, aber ich sage, ich bin selber schuld. Ich habe dort nicht recherchiert, ich habe keine Due Diligence gemacht, etc. Und wenn man in Kulturprojekte investiert, dann rechnen wir nicht damit, dass wir viel Gewinn haben. Aber was ich auch dort habe, will ich sagen, dass das in dieser Branche eine eigene Mentalität hat, die heisst OPM, Other People's Money. Sie holen Geld von sogenannten kulturbeflissenen Leuten, die sich dann besser fühlen und so. Hey, ich mache etwas für Kultur. Und sie können sich auf diese Art und Weise ihre Lebensträume erfüllen etc. Das ist alles okay gewesen. Aber dann habe ich gewisse Kränkungen erfahren, wo er am Schluss aus völlig nichtigem Anlass mich hat, nachdem ich so viel Geld verloren habe, nachdem ich 7 Jahre lang, gratis übrigens, als Verwaltungsratspräsident dort gegangen bin, hat er mich aus völlig nichtigem Anlass betrieben um 8'000 Franken. Das hat mich dort getroffen. Und ich habe das jetzt mal beschrieben, weil, warum? A, ich sehe transparent, B, weil ich ähnliches Verhalten sehe zwischen ihr und ihm und er eine große Rolle in dem ganzen Spiel. Also, weil der Verlag Kein und Aber und Magazin, das ist ganz verbunden. Er hat unter anderem ein altes Spinnennetz gemacht. Die meisten Redaktoren heute im Magazin haben das Buch oder für zwei Aussagen können geben, bei Kein und Aber, und hat damit seine Stellung in diesem Verlag total können zementieren. Peter Hahn, er ist der Mann von der Anuschka Rajani, ja. Oder? Er ist Verleger und Besitzer von Kein und Aber, wo du eben einmal Mitaktionär bist. Ja. Er hat die Autoren, die quasi die kommunizierende Röhre zwischen Tagesanzeigen, Magazin und seinem Verlag. Da kommen ein paar Sachen zusammen. Er hat dann noch ein Dossier übergeben im Fall Anuschka gegen Finn, einer Verwaltungsrätin, einer Bekannten. Wo du geschrieben hast? Wo im Verwaltungsrat ist. Kannst du den Namen schon sagen? Ja, Pascal Bruder. Eben, Pascal Bruder. Das Dossier übergeben. Ja, oder gut, was gibt's da, wenn man am Umfuchteln ist. Hast du ja geschrieben? Ja, natürlich habe ich geschrieben. Eben. Und ich nehme an, das meiste ist nicht alles. Wo du schreibst, stimmt. Ja, also gehen wir mal davon aus. Auf jeden Fall, da gibt es eine Rolle, die der Peter Hag spielt. Ja. Aber du hast eben jetzt so viel Energie verwendet in deinem Buch, was ja gut ist, transparent zu arbeiten, aber dass man die Frage muss stellen, hast du nicht gleich noch eine offene Rechnung, eine alte Wunde, wo du gesagt hast, warte nur, Bürste, irgendwann kommt er noch direkt auf. Nein, ich habe das schon lange diskutiert. Das ist vor 10 Jahren ist ja das abgeschlossen gewesen. Und ich bin wegen dem nicht armengenössig geworden. Und ich tue ja sagen, rein das Finanzielle, das tue ich mir selber zuschreiben. Das ist mein Fehler gewesen. Das andere, die Haltung, die eben ich habe in Anuschka zum Teil gesehen. Und unter anderem Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Plötzlich hat einmal der Peter Hahn gesagt, der CEO, er geht ein halbes Jahr nach London. Da hat gesagt, das Verwaltungsratspräsident, das kannst du nicht machen. Wieso? Ja, ich gehe nach London und dann kann ich dann auch durchdrehen. Jetzt habe ich erst erfahren durch die Affäre, dass sie ein Sabbatical gehabt hat, ein zahltes Sabbatical beim Magazin, und wahrscheinlich gesagt, Peter, wir müssen jetzt nach London gehen, sie ist ein schauriger Fan von der britischen Lebenskultur. Und sie sind Sachen auftaucht, an die ich gar nicht mehr denke. Aber was ist jetzt daran schlimm? Oder? Die Frage ist ja, du zeichnest das Bild von dem Ehepaar, Anuschka und Peter. Irgendwo spielst du auch als Protagonist eine Rolle, nicht zuletzt wegen dem Verlust, den du da erlitten hast. Und du sagst, es ist eben wichtig, was der Peter Hag da für einen Anteil hat an dieser Affäre und was das für eine Einstellung ist. Du redest so ein bisschen, was ist das für eine Haltung? Was meinst du damit? Eine Haltung, wo es darum geht, dass wenn Leute einen nützen, dann ist man absolut top und kann sie mit Charme und so umgarnen etc. Und wenn sie einem nicht mehr nützen, dann weg, dann ist man nur noch eine Belastung. Das habe ich erlebt. Und das Gleiche ist jetzt auch Anuschka, solange sie da war etc., hat sie mit dem Finn das können machen. Er hat ihr alle die Möglichkeiten gegeben, inklusive Sabbatical etc., wo er ihr nicht mehr genützt hat oder wo sie weg war, hat sie ihn eigentlich hingerichtet. Und das finde ich eine Haltung, die ich schon äußerst fragwürdig finde. Schreibst du etwas zu dem Hinrichten, oder? Du sagst eigentlich ganz am Schluss, dass du ein bisschen zum Fazit kommst, und deutet nicht einiges darauf hin, dass ihre Anklage ein riesiges Lügengebilde ist, aufgehängt vor allem an diesen vermaledeiten Hakenkranz. Ja. Also, dass eigentlich sie, also Lügengebäude ist ein grosser Vorwurf, oder? Können Sie die auch noch gleich machen? Was? Lügengebäude, härte Vorwurf. Ich belege es ja, weil sie hat ja viele von diesen Sachen nicht können belegen, und im Rudin Cantieni-Bericht heisst, Widersprüche, sie konnte die Widersprüche nicht auflösen, hat sich die Untersuchung entzogen, und vieles von dem
ist einfach nicht wahr gewesen. Und jetzt eben das Hamburger Gericht hat das jetzt verboten am Spiegel. Dass er, und das Schlimme ist noch, zum Spiegel müssen wir schon noch kommen. Der Spiegel sagt, sie haben alles abchecken. Und es ist rausgekommen, das hat vor allem der Schweizer Journalist, hat dann das recherchiert, oder Journalistin, wie es heute heisst. Niemand vom Spiegel ist in die heutige Redaktion gegangen, um etwas recherchieren. Das heisst, sie hat gar nichts gemacht. Und hinterher hat sie dann so eigenstaatliche Erklärungen gegeben. Aber das sind alles von Mitarbeitern. Also sie hat selber, ihr Mann, dann zuerst noch eine Mitarbeiterin, die 2008 ausgeschieden ist. Hallo. Und jetzt in der zweiten Phase noch zwei Mitarbeiter, die 2014 ausgeschieden sind. Hallo. Von eigenstaatlichen Erklärungen, die aus den letzten 10 Jahren kommen, hat es überhaupt nicht gegeben. Das heisst, der Spiegel hat seine Arbeit nicht gemacht. Und da muss man sich fragen, warum, was ist denn passiert? Das Gleiche, was ich vorher gesagt habe, über andere Medien, ist auch ein Spiegel. Die machen jetzt eine Affäre nach der anderen. Die haben den Fall Reichel gemacht. Die haben den Fall vom Stuttgart Barre gemacht. Die haben jetzt den Till Schweiger-Fall gemacht. Vom Mokric. Und so, und irgend so ein Sternenkoch. Jede Woche kommt etwas so. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach schon fragwürdig ist. Und ich habe mit alten Spiegelchefen geredet, unter anderem auch mit dem Stefan Aus und verschiedene, haben gesagt, früher wäre das gar nie möglich gewesen. Du einer hast jetzt da gesagt, never ever. Du hast jetzt das Hamburger Landgerichtsurteil 2-3 Mal erwähnt, das ist ein provisorisches Urteil. Nein, das ist nicht ein provisorisches Urteil. Es ist im Rahmen von dieser, glaube ich, provisorischen Nein. Urteil. Gut, also, aber nein, es ist das erste Urteil, es ist noch nicht das definitive Urteil, das geht noch weiter. Nein, das ist, nur wenn es angefochten ist. Es ist von der Gewinnverhältnis her, oder von der Kostenverhältnis her, sind es etwa 55 zu 55 ja. Für den Spiegel. Der Spiegel hat das Recht bekommen, von dem ersten, in dem ersten Urteil rein können zu schreiben, es herrschte ein Regime des Mobils. Ja. Also das ist ja doch auch relativ viele. Ja gut, also, dass das Gericht nicht alles verboten, es sind 14 Sachen gewesen, aber 9 von 14. Also wenn das bei dir der Fall wäre, wärst du nachher nicht happy, wenn aus einem Artikel von dir von 14 inkriminierten Teil 9 rausgestrichen wurde. Und jetzt musst du hören, das Ganze ist, ich kann mich da ein bisschen schlau machen, ein bisschen anders. Es ist nicht ein Provisorium, das ist ein Urteil, es ist die erste Instanz. Aber in der zweiten Instanz kann laut Aussage vom Anwalt vom Finn, wo ich gelesen habe, dass nur verschärft werden. Es kann nicht mehr zurückgehen. Und darum haben die Spieler gesagt, ja, wir können das alles wieder gut machen. Überhaupt nicht. Und jetzt gibt es noch zwei Sachen. Und das ist jetzt, das musst du erst zulassen. Ich weiss, braucht ein bisschen Geduld. In Deutschland gibt es zwei Begriffe. Das eine ist die Verdachtsberichterstattung und die andere ist die Tatsachenberichterstattung. Verdacht heisst, es ist zwar gesagt worden, aber es ist nicht bewiesen worden. Tatsache ist, muss die andere Seite beweisen. Und jetzt hat das Urteil unter anderem gesagt, das ist Verdachtsberichterstattung, erste Instanz. Weil, unten dran hat die zwei Sätze können der Tagesanzeiger und der Medien sagen, das stimmt nicht. Aber das ist ja grotesk. Wenn 4 Seiten lang etwas steht für den Leser, so oder so, und unten steht ein Sätzchen, das ist, wie gesagt, das andere, dass das nicht, wird doch das genau als Faktor. Ja, und das wird, ja, das von der ersten Instanz, wird das in Frage gestellt. Der Punkt mit der Verdachtsberichterstattung. Also im deutschen Medien, Rechtssprache gibt es eine ganz lange Linie von Begründungen, von Urteilen rund um die Verdachtsberichterstattung. Ja. Das ist also gerichtsfest gemacht, oder? Das ist also sehr in allen von sehr Auswirkungen. Wenn jetzt da das Gericht zu dem Schluss kommt, das ist eine Verdachtsberichterstattung, dann würde ich mal sagen, das haben die sich schon überlegt. Nein, das ist jetzt, nein, es ist falsch, was du sagst. In dem Fall Mokric, wo auch schon war, wo auch ein ähnlicher Fall war, weil das Spiel gemacht hat, haben die dann müssen laufend zurückbuchstabieren. Und es ist immer, und es ist noch offen. Und es ist dann möglich, dass eine weitere Instanz sagt, nein, das ist so stark gesagt worden. Und der Spiegel hat sich ja die Aussage zu eigen gemacht, ganz am Anfang, oder? In der Einleitung von dem Artikel. Und auch mit dem Titel, ich auch, oder? Das könnte noch kippen. Also, es könnte sogar noch überkippen. Gut, also. Ich vermute das. Aber ich glaube gleich, dass die deutschen Gerichte sehr viel Erfahrung haben mit der sogenannten Verdachtsberichterstattung. Das ist ein Wort, das wir gar nicht so kennen, Nein. in unserem Rechtsraum, in Deutschland allerdings schon. Aber was du interessant sagst, es kann nur verschärft werden. Ja. Das, also für den Spiegel kann es eigentlich nur schlechter werden. Ja. Und so gesehen können sie sich da noch nicht gross etwas auf die Fahne schreiben. Gut, aber es ist doch wichtig, die Frage, was
dürfen wir heute schreiben, ja, über eine Person. Ja, klar, wo ist die Grenze? Wir sind mit Adebach. Ich meine, ich bin ja bei dir in die Schule gegangen, aber ganz normal, 1991, bei Radio 24. Und du bist ja der, der uns mit den Geiseln jeden Morgen geklopft hat, aus der Redaktionsschule. Und gehen wir mal zu dem Zürcher Stadtrat, bringen dann mal die Leute vor das Mikrofon und tun sie hart ab. Das ist Journalismus. Genau. So ist es. Aber das ist nicht irgendwie einfach ein sogenannter Gastbeitrag mit allen Beschimpfungen einseitig Abdruck. Das ist etwas ganz anderes. Du schreibst da, und deshalb war der Gastbeitrag von Anoushka Roshani wohl kein Betriebsunfall, sondern ein Teil der neuen DNA des Spiegels. Und diese funktioniert nach dem Prinzip, schreiben, wie es sein soll. Ja. Früher hat es geheißen, schreiben, was ist. Wie es ist. Genau. Wie es sein soll. Also das, ja. Ist, das geht dir grausam unter den Hut. Oder wie es sein sollte oder müsste, oder? Das ist jetzt, glaube ich, schon, dass eben, das sage ich auch, gewisse Geschichten, die nicht in das Muster passen, von diesen aktivistischen Journalisten, sage ich jetzt einmal, die werden entweder gecancelt oder dann so gemacht, dass sie dem entsprechen. Aber dass vieles eben auch gecancelt wird, wo eben nicht dem Muster entsprechen, das macht mir Sorge. Und ich glaube, Glaubwürdigkeit von den Medien ist wirklich in Gefahr, wenn das so weitergeht, wenn man jetzt sich einfach aufgrund von auch Identitäts Politik, dass nur noch entscheidend ist, wer man ist. Ist man Frau oder Mann? Ist man jung oder alt? Ist man weiss oder schwarz? Und nicht aufgrund von Tatsachen Geschichten macht und auch Leute irgendwie beurteilt. Da habe ich sehr, wir haben früher mal ein meritokratisches System gehabt, ist auch nicht perfekt gewesen, aber ist sicher besser, als wenn es reine Identitätspolitik wo gibt. Hast du da dein neues Schlachtfeld gefunden, oder? 1979, Radio Bärmünster, war dein Feind gewesen, oder? Vom Pizza Propera oben runter. Vorher noch etwas anderes. Ja, was ist vorher? Ja, Kassensturz. Nein. Attentat. SKA? Ja, ja, so. Ja, klar. Ja, das ist angestellt. Du bist bei der Tat angestellt. Aber du als Unternehmer. Ja, das ist aber ich habe den ersten grossen Bankenskandal in der Schweiz. Du dann später. Ja, aber ich finde es noch interessant, wenn ich dein Leben anschaue. Oder? Ich glaube wirklich, der rote Faden bei dir ist jetzt nicht irgendwie Banken oder eine andere Industrie oder eben Konsumgeschichte, sondern Medien. Medien sind dein Leben, sind eigentlich dein Herzblut, oder? Ja. Und du hast dich stark eingesetzt, logisch, auch für dich, beim Radio 24, für ein freies Radio, oder? Mit Polo Hofer und Bürkliplatz und weissen Fähnchen. Und dann ist es eigentlich weitergegangen. Nachher sind ja dann die privaten Fernseher gekommen, dort bist du auch in die Hose. Allerdings hast du dort mal die Werbefenster irgendwie draussen behalten. Ja, kann man sagen, die Wertschöpfung sollte da sein. Aber gut, wie auch immer, du bist eigentlich immer mit den Medien, bist du stark konfrontiert gewesen. Logisch, du bist ein Medienunternehmen. Da jetzt sagst du, was dürfen wir? Woher grenzen und nur einfach aufgrund von Frau, Mann, von Herkunft, dort soll nicht einfach jemand fertig gemacht werden. Ja, aber nein, ich meine, was wir jetzt erleben, die Genderpolitik, eben, da, dass wir in Stäfa nicht dürfen Genderwochen machen, also in Florida geht es schon weiter, dort werden alle Sexthemen aus allen Schulbüchern, Büchereien rausgenommen und die Bücher werden verbrannt etc. Oder mindestens einfach rausgenommen. Das ist eine Entwicklung, die gefährlich ist. Auf der anderen Seite, das ist Cancel von der rechten Seite, die linke Seite, wenn eine Studie rauskommt von der ETH, die sagt, viele Frauen wollen keine Karriere machen aus diesen und jenen Gründen, gibt es auch Cancel Culture von der anderen Seite. Das ist eine riesige Gefahr von beiden Seiten. Also, es läuft ein unter Woke und das ist Uni Zürich. Woke und Anti-Woke. Gut, genau. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in Media Res gehen, oder? Das ist jetzt alles ein bisschen. Jetzt gehen wir. Und zwar, weil eben die ganze Roshani-Geschichte und Finn, oder? Ja. Wo explodiert ist 2021. Und dann 2022 sind unter, nein, 21 schon Untersuchungen und dann, das ist alles und dann 22 gesehen. Und dann 22 hat es den Rudin-Bericht gegeben und so. Der ist ja nicht rausgekommen. Ja, warte schon. Aber jetzt muss man zurückgehen zum 2014. Ja. Weil dort ist etwas passiert, oder? Du hast den Film Canonica, der gleichaltrige Redaktoren rundherum hat und denen wird er irgendwie nicht Herr, oder? Und dann gibt es Mobbing-Vorwürfe gegen den Film Canonica und dort kommt er durch. Mit einer Untersuchung von Peter Nobel, einem bekannten Anwalt, und die anderen gehen. Wie schätzt es denn da sein? Ist nicht dort eigentlich klar gewesen, dass der Canonica nicht gemacht ist für den Job? Also gut, er begründet zum Teil, dass er ein Drittel vom Budget müssen kürzen, Leute müssen rausrühren, soll nicht für Hochstimmige in der Redaktion. Er sagt auch, dass er sich dort zum Teil völlig daneben verhalten hat, und das ist meiner Meinung nach so gewesen. Was aber interessant ist, es hat einen Bericht gegeben, im Schweizer Journalist, ein Klima der Angst, wo gesagt wurde, was der Finn Canonica für einen üblen Typ ist. Und eine einzige Stimme war positiv für ihn, anonym, die gesagt hat, ja, wir haben doch ein privilegiertes Leben.
Ich habe herausgebracht, wer ist die Stimme gewesen? Ja, wahrscheinlich Taluska. Taluska! Also sie, die sagt, ich konnte in 14 Jahren nicht entkommen, hat genau die schlimmste Phase, hat sich für ihn ausgesprochen. Ja. Und das geht doch alles nicht aber um. Siehst du, du bist wirklich der Fürsprecher vom Film. Nein. Weil, warte, jetzt sind wir bei dem 14. Und dort hat es eine Szene, die du auch bringst, eine Episode, wo nämlich der Film das Gefühl hat, sein Widersacher, sein Größter vielleicht auf der Redaktion der damaligen, hätte Zugriff sich verschafft auf seinen Computer, hat quasi sein Mail gehackt. Und dann hat es die Untersuchung gegeben von Peter Nobel. Und nichts ist rausgekommen bei dieser Untersuchung. Ja, aber das spricht ja gegen den Film. Absolut. Und nicht gegen die Person, die so spioniert hat. Nein, das ist, glaube ich, eine Spinnerei gewesen. Das ist irgendwie, da hat man völlig übermarkert und das hat gar nichts gegeben. Aber das hat nur gezeigt, wie das Klima da war, dass man so, jemandem so etwas überhaupt zugetraut hat. Und ich meine, ich habe ein eigenes Kapitel über den Herrn Nink, oder? Wo unglaublich jetzt noch intrigiert, hat jetzt sogar jetzt noch gar eine eidesstattliche Erklärung gemacht. Der hat das alles noch nicht verdammt, 10 Jahre später. Und hat sogar in einem Buch, das ich da abdrucke, so eine Szene mit dieser Brust, die soll da in der Redaktion sein, umgewandelt in einen Penis. Ich weiß nicht, wie hast du denn das gefunden? Ja, gut, das ist ja speziell. Der als Krimi-Autor, der ehemalige Magazinjournalist, der dann das eigentlich bringt von dem Finker noch nicht. Aber wir sind beim Film, wir sind bei der Muschka. Ich finde, das ist das entscheidende Team in dieser ganzen Geschichte. Aber und der Finker hat effektiv etwas auf seinem Tisch gehabt, nämlich so ein Implantat, also ein Brustimplantat. Das ist aber auch ein bisschen schräg, wenn du ein Implantat auf deinem Tisch hast, oder nicht? Er hat einfach, also das ist so wie ein Plastik, und so habe ich mir sagen lassen, und er hat das genommen, um den Ellenbogen drauf zu tun. Ja, aber das glaubst du doch nicht. Ja, offenbar niemand die Brust gesehen. Niemand. Und er soll sich streicheln da. Und die Brustwarze streicheln da. Und niemand hat das gesehen. Sagt nur, und ich meine, das ist grotesk, aber logisch möglich, dass dort, die Media hat müssen sagen, nein, wir müssen ihn auswechseln. Die Media hat aber gefunden, er ist ein super Chefredakteur, er macht das gut. Und er hat ihn gestützt. Und dann ist eben etwas passiert. Eben ein paar von denen sind gegangen, ein paar sind gegangen worden, andere Stellen bekommen, es ist ein neues Team gekommen. Und das neue Team von Jüngeren, die äußern sich alle nur positiv über ihn. Und ich habe mit dem Arthur Ruttis rausgelegt, der seit 2017 zuständig ist für das Magazin. Keine einzige Klage. Und dann ist die Anuschka zu ihm gegangen. Doch zwei Leute von der Aktuellen klagen über den Film. Die sind dann angegangen, hat sich nicht bewahrheitet. Das heisst, und ich stelle die Frage, die habe ich mir selber gestellt, hat sich der Film so verändert? Hat sich die Situation verändert und so? Aber die Tatsache ist, das, was jetzt beschrieben wurde, ist das Klima der Angst. Und von Sexismus und Mobbing, das da beschrieben wurde, in den letzten Jahren hat das ganz sicher nicht so gefallen. Und findest du aufgrund von all dem, was du siehst und mit den Leuten redest, ist es doch ein tragbarer, ein nachvollziehbarer Entscheid, dass die Media, wie sie damals geheißen hat, den Film festgehalten hat, nachdem was sie gesagt hat? Kann ich nicht beurteilen, das weiss ich zu wenig. Das weiss ich zu wenig. Ich weiss nicht, aber das Ganze, wie du hast das mal erwähnt, von den Hakenkreuzen. Er hat ja dann so Hakenkreuze angekribbelt bei der Anuschka. Von dem habe ich vor 10 Jahren schon gehört. Auch mit dem Peter Hack damals schon erzählt. Er hat gefunden, er spinnt. Und ich habe auch gefunden, er spinnt. Schreibe ich übrigens auch. Und das ist jetzt ihm eigentlich in erster Linie zum Verhängnis. Weil natürlich, das geht überhaupt nicht. Aber dass es so schlimm war für die Anuschka, ist dann auch ein bisschen fragwürdig. Weil wo sie es dann hätte müssen bringen für den Spiegel, hat sie gar keines von diesen Beispielen mehr gehabt. Und hat sich bei einer anderen deutschen Kollegin ein paar Hakenkreuze auslegen müssen. Aber jetzt sind wir glaube ich ein bisschen beim Punkt. Und das ist auch das, was heute in der NZZ ein bisschen geschrieben wird. Nämlich, die Anuschka Roshani mag sich verrennt haben mit diesen 4 Seiten im Spiegel. Aber das allein macht den Film Canonica nicht zu einem guten Kronzeug. Und du nutzt ihn als Kronzeug oder bringst ihn als Kronzeug. Und er hat die Hakenkreuze zeigen, was ja, musst du sagen, wenn das einer macht, dann hat er ja nicht genommen. Ja, er hat das als Joke angeschaut. Was, weil man in Redaktionen macht man viele zum Teil sehr geschmacklose Jokes. Hast du auch schon erlebt, oder? Und meiner Meinung nach untragbar. Aber was die NZZ wieder geschrieben hat, oder? Also ich habe einfach das Gefühl, die hat ganz am Anfang geschrieben, dass sie Machtrausch hätte in ihrem ersten Artikel. Und von dem haben sie jetzt nicht wieder weggehen. Und darum werde ich jetzt zum Beispiel kritisiert, dass wenn ich schreibe, der Finn sage, es hätte ihn gestört, dass Anuschka ihn sexualisiert hätte, dass ich dort nicht widersprochen habe. Wieso soll ich widersprechen? Der halbe Artikel
von ihr basiert auf, nein, basiert überhaupt, wie sie ja den Weinstein hineingebracht hat, auf sexualisiert. Und ich bin dann jedem einzelnen Vorwurf nachgegangen. Du hast können lesen, was ist bewiesen worden, was ist nicht bewiesen worden, was ist hier gesagt, was ist schiess gesagt, was man nicht genau weiß. Ich habe das alles gemacht. Das ist nicht Kronzeugen. Ich habe vor allem, ich habe gestützt auf Aussagen, auf die Untersuchung, die ein paar hunderttausend Franken hat sollen kosten. Und darum ist das meiner Meinung nach eine Schutzbehauptung jetzt von der Tagi, von der NZZ-Redaktion, die eben auch aufgehetzt worden sind von ehemaligen Magazinredaktoren, die jetzt heute oder seit Jahren vor allem in der NZZ arbeiten. Es ist vielleicht einfach ein bisschen so, wie es funktioniert auch, oder? Also weißt du, wir kennen beide Medien, du schon ein bisschen länger und intensiver und ich versuche es auch kennenzulernen. Und so ist es. Aber also im Grunde solltest du eben vielleicht nie als Chef die solche Blössen geben, dass du überhaupt so stark in so ein Fahrwasser geraten kannst. Absolut, weißt du, nein, die Mails, die nicht geschrieben haben, die SMS, wo er sagt, es sind Jokes. Ich meine, es gerade erlebt im Fall von Döpfner, der sagt, ich habe das bei Nacht und Nebel geschrieben und so. Da ist es noch extrem. Er sagt, ich habe das innerhalb der Redaktion als Joke gemacht. Ganz gefährlich. Mach das nie, Lukas. Du bist da allein, oder? Da passiert weniger. Das kann gegen dich verwendet werden. In irgendeinem Fall sind Sachen gewesen, die so irre. Ja, aber es zeigt ja, es gibt ja auch einen Einblick in einen Mensch, wie er ist, wie er denkt. Und dann auch als Chef hast du halt eine besondere Verantwortung. Ja, also dort kommt er irgendwie nicht raus. Das sage ich ja auch. Und ich tue das auch kritisieren. Und tue auch sagen, dass er da, dort in der heutigen Phase nicht richtig funktioniert hat. Und dass er Leute zum Teil gequält hat. Und dass das nicht gut war. Das, und, aber ich bin den Fakten angegangen. Und weil die Fakten jetzt anders sind, als es gewisse Leute in der Redaktion lieb wäre, weil sie eben auf der MeToo-Welle surfen, tut es mir leid. Und dann würde ich gerne, dass sie mich wieder legen aufgrund von den Fakten und nicht sagen, dass ich einseitig denke. Glaube. Übrigens, das erste Interview hat jetzt Danuschka, der Süddeutsche, gegeben, nachdem sie weiss, dass das Buch rausgekommen ist. Und dann ist sie darauf angesprochen worden, eben sie hat gesagt, ich habe beworben dort als Chefredakteur. Sie hat gesagt, ja, das war meine Vorwärtsstrategie. Hallo? Das ist eine neue News. Aber es ist ja jetzt zumindest auch dank dir, dank dem Buch, oder? Das ist ja so interessant und es ist auch schnell zum Lesen. Das ist ja schön. Das ist immer so riesige Schinken. Ja, das liest sich flüssig. Also da haben wir ja keine Zweifel. Die Frage ist einfach, wie viel über den Tag hinaus es geht. Du bist näher bei der ganzen Geschichte. Aber was bringst du sonst an Weiterführenden? Das nein, ist das ist das über das. Schau mal, die in der Süddeutschen geschrieben haben, oder? Ich habe mich schon als erstes gesagt, das ist ja ein Page, nein, das ist ein Page-Turner und so. Der von der NZZ, der ich geschrieben hat, ja, das ist ja viel besser geschrieben als das Buch von dich. Man steht etwas in ihrem Bericht? Natürlich gar nicht. Okay, also aber jetzt kommt eigentlich da nochmal in der öffentlichen Arena, wo wir uns drin befinden, das Buch, und über das werden wir reden, zu Recht, das ist gut, das ist ein grosser Fall. Und auf der anderen Seite haben wir Gerichtsarena. Ja. Und das ist jetzt das letzte Thema, um das noch abhandeln. Was denkst du jetzt? Bei all diesen Klagen, die passieren, wir haben über Hamburg geredet, aber es gibt glaube ich auch in der Schweiz, gibt es auch Klagen. Was ist deine Erwartung? Meinst du, das wird einfach kippen? Am Schluss wird der Finn eigentlich in der juristischen Arena gut dastehen? Das wird ihm vielleicht nicht so viel helfen, aber doch. Oder kannst du kein Urteil sagen? Also der erste Teil ist klar, was die haben jetzt müssen neun Stellen haben sie müssen löschen. Das ist schon heftig. Wenn der Spiegel, wo heisst, sie haben die beste Dokumentationsabteilung weltweit mit 80 Leuten und sie checken alles ab, auch nach dem Fall Relotius noch verschärft, wenn sie das müssen löschen, im wiederholten Fall not good. Jetzt hat der Media auch eben nach zwei Monaten Überlegungen oder hin und her haben sie jetzt den Spiegel und den Luschka in der Schweiz eingeklagt. Ich weiss nicht ganz genau warum. Es ist erwähnt worden, was sie vor allem auch noch gestört hat, das Bild von Pietro Supino neben dem Bild von Harvey Weinstein war. Und sie haben auch, wo da irgendwo gemeldet worden ist, dass der Finsek auf der Yacht von Pietro Supino, ich glaube in der Aargauer-Zeitung, sind sofort gerichtlich eingefahren. Nein, ist bei mir gewesen. Ist auch bei dir gewesen. Also, Aargauer-Zeitung hat irgendetwas, glaube ich, angedeutet und ich habe das mit der Yacht okay. Im Konjunktiv. Also dann weiss man, was dort am wichtigsten ist. Und was drum rauskommt bei diesem Prozess, das kann ich nicht wissen. Roger Winski, vielen Dank. Okay.